Dieser Maulwurfschreck hat uns den Wein, den wir unter unserem Terrassendach wachsen haben, diesen schönen Regent, kein Vogel ist mehr gekommen. Alles ist wunderbar, ohne Schutz ist dieser Wein hier gewachsen, den wir heute mal ernten wollen. Dazu haben wir den Stiel von dem Wein entfernt, haben uns sehr viel Arbeit gemacht, haben den ganzen Nachmittags insgesamt war 2 Tage dran gesessen, um diese Menge hier, die hier unter unserem Dach wächst und jetzt reif ist, geerntet haben. Wir machen hier sozusagen eine Auslese, indem wir alle Weintrauben von dem Stängel entfernen. Das ist dann unsere Beerenauslese. Zu der Weinzerkleinerung habe ich mir hier extra ein Gerät gebaut mit einem rotierenden Metallteil aus Edelstahl. Da werden diese Weintrauben zerkleinert. Die werden zwar noch nicht ganz total zerkleinert, die restlichen, die noch übrig bleiben, wenn die vorzerkleinert sind, wird dieses Zermahlgerät auseinandergebaut, nur mit 2 Schrauben an der Seite befestigt, dann wird der ganze Wein nochmal gestampft, damit die restlichen Weintrauben, die noch ganz geblieben sind, etwas zerkleinert werden. Dann kommt da ein Sieb rein, das an einem Henkel ist. Diesen Henkel, den man hier sieht, der hat eine besondere Bedeutung, werden wir gleich nochmal sehen. Zunächst kommt der zerkleinerte Wein in dieses Sieb hinein. Da kommt eine Holzscheibe, die ca. 30 mm dick ist. Dann kommt ein Metallteil da drauf und ein Kunststoffteil. Und zwischen diesem Henkel kommt dann ein Hydraulikwagenheber hinein. Durch das Pumpen wird dann ein totaler Druck erzeugt und dadurch wird der Wein unten als flüssiger Wein rausgequetscht. Der rausgekommene Wein wird nochmal durch ein feines Sieb gegossen in meinen Honigbehälter, den ich sonst für den Honig benutze. Die Öchsle gerade gemessen, die waren etwas über 40, war eigentlich ein bisschen wenig. Da wurde denn da noch Zucker zugekippt. Der Wein, der ist ja sowieso nur für uns. Und dann kommt da noch ein bisschen Hefenährsalz hinein. Der Gärverschluss kommt oben drauf. Das ist absolut dicht normalerweise. Ab und zu habe ich den mal geschüttelt und der Erlös waren diese Flaschen, die hier zu sehen sind. Und da habe ich mir noch ein schönes Etikett gemacht für den Wein auf dem Computer. Und dann Prost!